Heute Abend um 21.14 Uhr ist die Feuerwehr Kassel-Brauxel zu einem Schiffsbrand alarmiert worden im AMC-Hafen in Pöppinghausen. Es war gemeldet, dass eine 11-Meter-Yacht unter Feuer stehen sollte. Parallel bei der Anfahrt mit den Rückmeldungen ist dem Einsatzleiter sofort klar geworden, dass diese Einsatzlage nicht durch die hauptberuflichen Kräfte der Feuerwehr Kassel-Brauxel alleine zu bewältigen ist und hat sofort zwei freiwillige Löschzüge mit alarmiert. Bei Eintreffen war es so, dass halt ein Schiff, was wir im Hintergrund sehen, schon im Vollbrand war, das zweite war schon im Teilbrand und ein drittes drohte schon noch auch dann das Feuer überzuspringen. Es haben Schweißarbeiten dort stattgefunden und dabei ist wohl ein Feuer entstanden. Was jetzt die Ursache war, können wir im Moment nicht sagen. Es gab halt, wie gesagt, während des Brandes halt zweimal einen Druckgefäßzerknall durch die Schweißgeräte, die dort da waren. Eins vor Eintreffen der Feuerwehr und eins mit Eintreffen der Feuerwehr. Also der Sachschaden wird sicherlich im guten fünfstelligen Bereich sein, aber was genau können wir im Moment nicht sagen, das muss dann hinterher die Polizei feststellen.